Taken Souls Blood Ritual Collector's Edition. Ja, liebe Leute, willkommen zu einem neuen Let's Play-Projekt auf Studio 5 mit einem sogenannten Wimmelbild-Spiel. Es ist aber meiner Meinung nach mehr ein Point-and-Click mit... Okay, es hat auch Wimmelbild-Funktionen dabei und es ist so ein bisschen im Stile à la Sherlock Holmes. Ja, schaut's euch selber an. Wir machen hier mal die Ankündigung. Wir fangen mal hier mal an. Und ich benenne jetzt den Spieler mit dem Namen Elfa. Achso, Blink geht nicht. Elfa, genau, Elfa soll reichen. So, und es ist sehr laut. Ich mache mal alles auf 25, ja, Musiklautstärke auf 20, Sprachlautstärke einfach mal bei 30, Ton auch auf 25, Effekt auf 25, das sollte soweit ganz gut sein. Und man könnte natürlich jetzt noch den normalen Cursor hier machen, das ist irgendwie Geschmackssache. Damit es zum Bild passt, bleibe ich mal hier bei diesem Cursor. Vollbild wollte ich nicht. Denn so kann ich besser mein Aufnahmeprogramm parallel dazu sehen. Okay, so. Erfolge haben wir noch wahrscheinlich noch keine. Da können wir jetzt mal reingucken. Oh, verschlossen. Irgendwie so ein bisschen steamig gemacht, ne? Gar nicht schlecht. Ja, ich freue mich auf jeden Fall wahnsinnig drauf. Wir fangen mal das Spiel einfach mal an. Neues Spiel. Einfach. Hinweise laden schnell auf. Aktive Bereiche funkeln. Die Ermittlungstafel ist kein zwingender Bestandteil der Ermittlungen. Naja, okay. Normal. Hinweise laden langsamer auf. Aktive Bereiche funkeln nicht. Muss man also suchen. Die Ermittlungstafel ist kein zwingender Bestandteil der Ermittlungen. Die Ermittlungstafel, was ist denn die Ermittlungstafel? Und schwer wäre, Hinweise laden sehr langsam auf, aktive Bereiche funkeln nicht, Ermittlungstafel ist ein zwingender Bestandteil der Ermittlung. Ich mach mal normal, eventuell können wir ja später erhöhen, wenn es zu leicht sein sollte, aber das glaube ich mal noch nicht so. 20 years ago a wave of murders rolled across our city. The murderer was extremely brutal and left no clues. I was a rookie then, but I remember well how all the police in the city were on their toes. The citizens were frightened, fearing to leave their homes. We looked everywhere but found no trace of the insane killer. Fortunately, luck was on our side and we picked up the criminal's trail. A few long days later, he was caught. More than 20 years have passed since then. These are events from another life. The case was closed long ago and buried by the police archives. This morning, I was told of a murder at the bridge. I left the house as soon as I found out. The man who committed this crime must be found and brought to justice. Yeah. So, das Ganze ist sprachlich zwar in Englisch, aber der Untertitel steht meiner Meinung nach lange genug da, um das lesen zu können auf Deutsch. Und außerdem kommentiere ich ja auch dazu auf Deutsch. Wie die Polizei von New York meldet, wird der reichste und berühmteste Finanzmogul des 19. Jahrhunderts, Coins Whitwell, vermisst. Wir möchten daran erinnern, dass Whitwell, das ist wahrscheinlich der da in der Mitte, abgebildet ist. Daran erinnern, dass Whitwell die Industrie nach dem US-amerikanischen Unabhängigkeitskrieg wieder aufgebaut und in drei US-Städten Produktionsstätten errichtet hat, die ausschließlich mit Robotern betrieben werden. Nach seinem Verschwinden
sind die Aktienkurse der New Yorker Stock Exchange unerwartet zusammengebrochen, was zu einer weiteren Krisenwelle führen könnte. Seit heute gibt es keinerlei Informationen über den Aufenthaltsort des Milliardärs. Zuletzt wurde Whitwell von seinem Roboter-Butler gesehen. Nachdem dessen Erinnerungsspeicher entfernt worden war, kam heraus, dass Whitwell ca. 6 Uhr sein Haus alleine verlassen hat. Seitdem fehlen von ihm und seinem Dampfauto jede Spur. Der Roboter-Butler bekräftigt, dass kein Grund zur Sorge bestehe, da dies nicht das erste Mal sei, dass Whitwell unangekündigt das Haus verlassen habe. Bei einer derart berühmten Person muss ein solches Verhalten jedoch zwangsläufig Konsequenzen haben. Carolyn Brooks, erfolgreiche Menschen, reich und erfolgreich, in Anführungsstrichen, New York, 4. März 1888. So, ich habe keine Ahnung, was diese Sachen hier bedeuten. Aber zumindest geht's jetzt weiter. Kapitel 1, Folge der Spur. Wir haben den 11. September 1899, 6.03 Uhr. Da wir ja im Anfangsmode sind, ich weiß nicht, lasse ich mal die Hilfe drin. Vielleicht kann man die nachher, vielleicht hört die nachher auf. Klicke die Person an, mit der du sprechen möchtest. Das ist der mit dem Ausrufezeichen. You finally arrived, sir. Endlich sind sie da. Ich konnte den Täter fassen, woraufhin ich ihn der Polizei übergeben habe. Er ist vermutlich bereits auf dem Polizeirevier. Zuerst musst du die Leiche fotografieren. Klicke auf die Kamera hier unten. Perfekt, jetzt musst du den exakten Bereich auswählen, den du fotografieren möchtest. In Bereichen, in denen du fotografieren kannst, werden die Ecken der Linse grün. Das hatten wir gerade schon gesehen. Hier jetzt sind alle grün. Das heißt, jetzt könnte ich auf den Auslöser drücken. Nun kannst du die Kamera fokussieren, indem du auf die linke Maustaste klickst. Das machen wir jetzt. Versuche beim Fokussieren innerhalb des fotografierbaren Bereiches zu bleiben. Sonst musst du von vorne anfangen. Das heißt, wenn wir hier rumschieben, ist es doof. So. lass dir Zeit, wähle den fotografierbaren Bereich und fokussiere, indem du auf die linke Maustaste drückst. Das hatten wir schon. Drücke die linke Maustaste, sobald der Kamerafokus innerhalb des Kreises ist, um das Foto zu schießen. So, jetzt. Jetzt. Babs, unser Foto. Zack. Perfekt, alle Fotos, die ich hier gemacht habe, werden in deinem Tagebuch eingefügt. Da können wir jetzt draufklicken, das Tagebuch öffnen. Und da haben wir hier Aufgaben. Ich fange da mal an mit den Aufgaben. Ich wurde früh am Morgen vom Telefon geweckt. Laut dem Anrufzustelldienst wurde der Mord heute Morgen in der Nähe der halbfertigen Brücke begangen. Ich begab mich sofort zum Tatort, um nach Spuren zu suchen, bevor die Presse da war. Mein Gespür sagte mir, dass eine ungewöhnliche Ermittlung auf mich wartete. Suche nach einer Spur in dem Mordfall. Wir haben 0 von 3 Aufgaben bisher erledigt. Mach ein Foto von der Leiche, das haben wir gemacht. So, Fotos vom Tatort. Eine Mädchenleiche wurde gegen 6 Uhr morgens von einem Polizisten gefunden. Die Leiche lag auf dem Gehweg und laut Haggis, Haggio saß unweit davon ein Mann. Haggio nahm ihn sofort fest und übergab ihn der Polizeipatrouille, die kurz darauf traf. Niemand hat die Leiche berührt. Es kann also gut sein, dass ich ein paar Beweise finde. So. Ist die Musik zu laut? Was meint ihr? Jason Farrell, das bin ich. Also, das ist der Charakter, den ich hier spiele. Aha, ja. Mein Name ist Jason Farrell. Seit meiner Kindheit wollte ich so sein wie mein Vater, der seinerzeit ein berühmter Detektiv war. Schon früh beobachtete ich, wie er in Strafsachen ermittelte. Natürlich hat er mich nicht mitgenommen, aber wenn er abends nach Hause kam, hat er mir alles darüber erzählt, wie er vorging und was er herausgefunden hatte. Manchmal hat er mich sogar gefragt, was ich an seiner Stelle genau getan hätte.
Ich habe schon immer davon geträumt, eines Tages Detective zu sein. Jahr für Jahr kam ich meinem Traum ein Stück näher und nichts konnte mich aufhalten. Nach dem Tod meines Vaters zog ich nach London, wo mir Garrison, ein Bekannter meines Vaters, einen Job als Detective besorgte. Die Bewohner der Stadt brauchen meine Hilfe und ich finde jeden, der es wagt, sie zu stören. Okay. So, und das ist William Hagew, das ist der der Herr, der da gerade stand mit dem Ausrufezeichen über dem Kopf. William ist ein guter Mann, auch wenn ich ihn erst seit ein paar Jahren kenne. Er war noch sehr jung, als er bei der Polizei zu arbeiten begann. Er war der Beste auf der Polizeischule, obwohl er Probleme mit dem Sehvermögen hatte. Einmal verfehlte er bei den Ermittlungen in einem komplizierten Fall sein Ziel und traf einen Unschuldigen. Oha. Wegen diesem Zwischenfall wurde ihm ein Ehrentitel verwehrt. Er half mir oft bei der Arbeit und hielt in schweren Zeiten immer zu mir. Er geht bald in den Ruhestand und bis dahin werde ich froh sein, dass ich jemanden in meinem Team habe, auf den ich mich immer verlassen kann. Okay, so. Mehr ist jetzt hier noch nicht zu sehen. So, während des Spielverlaufs findest du verschiedene Gegenstände. Manche davon könnten hilfreich sein und du kannst sie aufheben. Was ist das? Ah ja, was ist das? Foto? Was ist das? Klicke einfach darauf, um es einzusammeln. Ja. Handschuhe, okay. So. Ah, da sind die Handschuhe. Aufgesammelte Gegenstände werden sofort in dein Inventar hinzugefügt. Aha. Gut. An einigen Orten im Spiel kannst du genau nachsehen. Der Cursor wird an Orten, an denen das möglich ist, zu einer Lupe. Klicke einfach mit der linken Maustaste, um genauer nachzusehen. So, die Hand wahrscheinlich. Genau, die Hand. Du kannst die Gegenstände in deinem Inventar verwenden. Klicke mit der linken Maustaste auf den Gegenstand, den du auswählen möchtest. So. Ich brauche Handschuhe, sonst hinterlasse ich meine Fingerabdrücke. Ausgezeichnet. So, jetzt kann ich das nehmen. Großartig, du hast den ersten Beweis gefunden. Alle Beweise werden in deine Tasche gespeichert. Was für eine Tasche denn? Gepäck? Sehe ich aber nicht. Du kannst sie später verwenden, um Ermittlungen anzustellen. Wo ist denn meine Tasche? Ich habe am Tatort eine Leiche gefunden. Das Opfer ist eine Frau zwischen 25 und 30 Jahren. Ihre Haut scheint zu dunkel zu sein. Der Mörder muss hier irgendwas injiziert haben. Ich sollte im Leichenschauhaus vorbeischauen und die Todesursache ermitteln. So, und jetzt haben wir hier auch die Beweise. Runen. Ein flacher Stein, den ich am Tatort in der Hand der Leiche gefunden habe. Laboranalyse. Dieses Beweismittel wurde noch nicht im Labor identifiziert. Also mir gefällt das Spiel schon richtig gut, muss ich sagen. Ich gehe jetzt hier nochmal auf das Fragezeichen. Okay, das ist also das ist hier der Hinweis gewesen. Und hier ist noch ein Foto, was ich gemacht habe. Ist auch ein Hinweis. Das sind immer Hinweise, zumindest jetzt hier am Anfang des Tutorials. Und was haben wir hier? Die UV-Lampe. Damit kann ich nach Fingerabdrücken suchen. Bewege sie langsam über verdächtige Bereiche. Oh, da, guck mal hier. Ah. Großartig. Ah, und ich habe hier einen Punkt bekommen. Was bedeutet das? Ich kann jetzt ins Accessoire. Ah, Geschäft der Forschungen. Ich habe einen Punkt und könnte jetzt den Hut meines Vaters erstehen, mit dem sehe ich nämlich stilvoll und gut aus. Also gut. Dann kaufen wir den. Cool. Was gibt's hier sonst? Verbindungsstück des Schaltkreises. Ersetzt die Aufladezeit. Das kriegen wir alle später zu sehen. Das ist die Reichweite der UV-Lampe. Irgendwas mit der Kamera. Was auch immer das ist. Aha. Ja, keine Ahnung. Wir dürfen gespannt sein, was da alles noch kommt.
So, ist hier noch irgendetwas, was wir jetzt anklicken können? Es ist noch früh, aber wenn ich mich nicht beeile, wimmelt es hier nur so von Reportern. Wer singt denn da? So, und da hinten diese ganzen Fragezeichen, das ist also unser erstes Wimmelbild, unser erstes Wimmelbild-Szenario. Und hier unten haben wir eine Liste mit Gegenständen, die wir suchen müssen. Das Zweifarbige, das wundert mich jetzt. Da bin ich noch nicht dahinter gestiegen, was das bedeutet. Aber eins ist klar, ich muss mit dem Korkenzieher anfangen. Und der Kork... Und hier verändert sich immer irgendwie alles. Das ist ja irgendwie lustig. Da ist, glaube ich, der Korkenzieher. Babs. Die Lupe. Wenn du Objekte nicht findest, nutze die Tippfunktion. Aha, das ist die Tippfunktion. Die muss ich aber wieder aufladen, wenn man das verwendet. Eine Tasche. Weiter. Eine Tasche. Das ist eine Tasche, oder? Ist das eine Tasche? Das ist keine Tasche. Das ist auch keine Tasche. Eine Tasche? Wo ist denn eine Tasche? Eine Tasche. Ich sehe keine Tasche. Das ist eine Tasche. Das ist ein Igel. Ach, jetzt geht's auch mittendrin. Tatsächlich. Ist ja lustig. Das Vogelhäuschen. Der Apfel. Aha. Henkelkrug. Da, ne? Das ist der Henkelkrug, ja. Ein Stern, eine Teekanne. Eine Teekanne. Eine Truhe. Ein Turm. Ist das ein Turm? Das ist doch ein Turm. Dachte ich jedenfalls, das wäre ein Turm. Oder ist das der Turm? Ah, das ist der Turm. Das Bügeleisen. Ich sehe immer noch nicht die Tasche. Da ist die Tasche. Und der Stern. Du hast dich gerade auch verändert? Nee. Ein Stern. Was ist denn hier ein Stern? Also ein Stern. Da ist der Stern. Und den Korkenzieher, den ich hier gefunden habe, den kann ich offensichtlich behalten. Das ist schön. Prima. Ja, soweit, so gut. Ich spreche den jetzt gerade nochmal an. As soon as you gather the evidence you need, go back to the police station. The suspect is there now. Fahren Sie zurück zum Polizeirevier, sobald Sie alle Spuren gesichert haben. Der Tatverdächtige ist bereits dort. Aha. Alles klar. So, er ist weg. Dann haben wir hier noch was liegen. In der Zeitung stand, dass der Bau aus einem ganz anderen Grund eingestellt wurde. Aber seit wann berichten Zeitungen denn die Wahrheit? Was ist das jetzt? Da läuft ein Rädchen, verstehe ich nicht. So. Also, da kann man weitergehen. Ansonsten ist hier, glaube ich, erstmal alles soweit erledigt. So, das soll dann für den Anfang reichen. Wir machen dann in der nächsten Woche weiter, wenn es wieder heißt Let's Play Taken Souls. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Macht's gut, tschüss.